Und herzlich willkommen zurück, meine Möwen. Es ist mal wieder soweit. Wir machen heute einen Vlog. Ich habe euch ja im letzten Vlog gefragt, ob ihr Lust auf dieses Format habt, wo ich einfach mal darüber spreche, was ich spiele, was ich gemacht habe, was ich geshoppt habe, etc. pp. Und jetzt ist es wieder soweit. Wir machen einen September-Oktober-Vlog. Ich weiß, fishy, es ist erst Mitte Oktober, aber ist mir egal. Ich mache die Vlogs, wie es gerade passt. Und ich habe ein Thema, worüber ich ein kleines bisschen quatschen möchte. Denn wer aufgepasst hat, wird es wissen, es war nämlich vor kurzem die Retrobörse in Hofheim am Taunus. Letzte Woche war am Samstag die Retrobörse in Hofheim am Taunus und es war das erste Mal, dass ich dort hingefahren bin und sie mir angeschaut hatte. Ursprünglich, ihr kennt das ja mittlerweile, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt und vor allem auch die Retrobörsen-Videos, fahre ich immer im Herbst nach Bochum. Das hatte dieses Jahr ja nicht geklappt, weil der Veranstalter irgendwie Platzprobleme hatte oder den Termin nicht gekriegt hatte. So ganz genau weiß ich das nicht. Und so suchte ich natürlich eine, ich sag mal, Ausweichmöglichkeit und durch, ich sag mal, gewissen Zufällen und Zuständen etc. pp. Hatte es sich vor über einem halben Jahr ergeben, dass geplant wurde, hey, treffen wir uns in Hofheim. Was ich mit uns meine, ist meine kleine liebe Community, meine lieben Freunde, die ich natürlich auch aktiv auf Discord habe, mit denen ich viel quatsche, die ich, sage ich mal, besser kenne und mit denen auch wirklich viel zu tun habe. Und wir haben uns gedacht, komm, wir treffen uns alle dort, gehen gemeinsam über die Retrobörse und futtern noch ein bisschen was. Ich habe zu diesen ganzen Sachen natürlich kein Foto oder Videos gemacht, denn das war eher, ich sag mal, ein privates Treffen unter Freunden. Ich wollte es nur einmal kurz erzählen, weil mir dieser Tag wirklich sehr gut gefallen hat. Ich war die ganze Woche nervös gewesen. Das hatte ich auch in den Streams erzählt, dass ich kaum schlafen kann, dass ich mich kirre mache. Und was soll ich sagen? Das war eigentlich natürlich umsonst gewesen, sich nervös zu machen. Aber vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man sich das erste Mal in echt trifft, also live so in Farbe und ne, so mit Anfassen, Fummelfischi und so. dann war ich doch schon sehr nervös, weil man weiß ja nie, ist die Person, die ich online kenne, tatsächlich auch so drauf, wie also im echten Leben, wie auch online? Oder ist das auf einmal ein ganz anderer Mensch? Und naja, man kriegt halt eine Überraschung. Auf jeden Fall gab es bei uns nur positive Überraschungen, so wie ich die Leute kannte bzw. kenne, in dem Online-Status. So waren sie auch offline. Und wir hatten echt eine schöne kleine Gruppe. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, auch viel gequatscht, Kentucky belagert. Aber hey, wir haben was gekauft, also die können sich nicht beschweren. Die haben Umsatz gemacht und es war nicht viel los. Ich finde, das ist ein guter Grund. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön und wahrscheinlich sehen die meisten von euch eh mein Video und ich möchte mich auch hier auf diesem Weg noch einmal herzlichst dafür bedanken, dass ihr von nah und fern gekommen seid, dass ihr euch auch diesen weiten Weg gemacht habt, damit wir uns alle da auf dieser Retrobörse treffen und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Aber ich weiß genau, ihr wollt wissen, was ich gekauft habe. Tut nicht so, ich bin auch so ein Typ, der immer sagt, oh, Retrobörse? Was hast du denn gekauft? Deswegen, ich habe 5 Artikel gekauft. Davon waren 2 auf meiner Liste. 1 war auf einer anderen Liste, wo ich dachte, na, finde ich eh nicht auf der Börse. Und 2 Spiele waren so nicht geplant gewesen. Habe ich aber trotzdem mitgenommen, weil ich mich mega darüber gefreut habe. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Upgrade. Ja, ich glaube, das hatte ich tatsächlich auch im letzten oder vorletzten Fullset-Video-Quest angesprochen, dass ich überlege, wenn ich mein Fullset anfange bzw. es komplett habe, dass ich nach Upgrades suche. Eigentlich bin ich da nicht so der, ich sag mal, Sammler von, aber es hat sich gerade ergeben, der Preis war gut und wenn es ums Fullset geht, wisst ihr genau, es handelt sich um das Thema Harvest Moon. Jetzt heißen die Macher ja, beziehungsweise heißt das Spiel von den Machern Story of Seasons oder in Japan Bokuju Monogatari und mein Upgrade beinhaltet in diesem Fall Harvest Moon 2 für den Game Boy Color. Dieses Spiel habe ich nämlich als Kind rauf und runter gespielt. Ich habe es hier auch in meinem Regal stehen. Allerdings habe ich nur noch das Modul von diesem Spiel gehabt. Und ich habe jetzt dieses Spiel hier in OVP mit Anleitung in einem super Zustand gefunden. Und dann dachte ich mir so, soll ich das mitnehmen, soll ich das nicht mitnehmen? Eigentlich, ich besitze dieses Spiel. Es ist also eigentlich Geldverschwendung, dieses Spiel nochmal zu kaufen. Also stand ich da an diesem Stand und dachte mir so, eigentlich ist es Quatsch. Logisch betrachtet, ich besitze das Spiel, ich brauche es nicht. Und dann so meine bessere Hälfte der Windwahl. Aber du sammelst das doch im Fullset und Kartons sind doch cool. Also gebe ich ihm die Schuld, dass ich mir dieses Upgrade gekauft habe. Ich muss gestehen, ich freue mich natürlich super drüber.
Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel durchgespielt habe. Ich kann euch nur den Tipp geben, holt euch die Katze, dann könnt ihr nämlich alle verschiedenen Kartoffel- und anderen Samenpflanzen anpflanzen. Der Hund macht das nicht. es ist ein schönes Spiel. Ich habe viele Kindheitserinnerungen daran, deswegen. Jetzt habe ich es komplett in OVP. Da ist auch eigentlich eine Schutzhülle drum, aber wegen den Lichtern habe ich sie jetzt abgemacht, damit das nicht zu stark reflektiert. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ich glaube, ich habe es einmal kurz im ersten Fullset-Quest angesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist schon eine lange Zeit her. Ich glaube, die Quest geht ja auch schon über ein Jahr mittlerweile. Aber ja, das allererste Upgrade. Ich werde eigentlich auch nicht mehr groß nach Upgrades suchen. Ich glaube, mir fehlt nur noch Harvest Moon Game Boy 1 in der OVP. 3 findest du ja in der US-Fassung so gut wie nie. Das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen habe ich ja die Japan-Fassung. Und ich glaube, mir fehlt sonst nur noch More Friends of Mineral Town von den Game Boy Advance. Und dann habe ich eigentlich auch alle Papphüllen, die ich gerne hätte. Deswegen, so viele Upgrades wird es tatsächlich nicht zu Harvest Moon geben. Und ich rede wieder zu viel über Harvest Moon. Gehen wir rüber zum nächsten Spiel, was ich mitgenommen habe. Bei dem nächsten Spiel handelt es sich tatsächlich um ein Strategiespiel. Ich muss gestehen, ich weiß, dass das Spiel, ich glaube, mitunter eines der schwersten aus dieser Reihe sein soll. Und es gibt auch einen PlayStation 1 Ableger, aber ich habe nach dem erstens nicht geguckt und b, weiß ich nicht, ob der deutsch ist. Die Variante, die ich mir jetzt geholt habe, ist für die PSP. Die Verpackung und die Anleitung sind französisch, aber das Spiel ist komplett englisch. Und ihr seht es ja bereits, es handelt sich hierbei um Final Fantasy Tactics The War of Lions. Was ich so gehört habe im Internet, weil ich natürlich ein bisschen nachgegoogelt habe, ist, dass Game of Thrones auf Final Fantasy trifft. So, was die Tactics-Geschichten angehen soll, ich sag mal, härterer Tobak sein. Es soll kein einfaches Spiel sein, aber hier gibt es Bonus-Charaktere wie zum Beispiel Bythea etc. Und die können schon ein bisschen immer sein, sodass man, sich ein bisschen einfacher machen kann in diesem Spiel. Ich muss gestehen, bei dem nächsten Titel ist es tatsächlich so, dass ich ein Anfänger dieser Reihe bin. Ich habe bis, ich glaube, letztes Jahr Sommer noch nie von dieser Reihe gehört. Ich habe noch nie was davon gespielt, war aber begeistert von Ys 8 Lacrimosa auf Dana. Ys ist eine Reihe, die es auch schon seit 20 oder plus Jahren gibt. Die fing, glaube ich, auf dem NES oder Super Nintendo irgendwie sowas an. Also auf jeden Fall schon sehr lange her. Und ich habe mir gedacht, hey, es soll Ys-Spiele auch für die PSP geben. Schaust du dich da mal um auf der Retrobörse? Tatsächlich habe ich nicht so viel zur PSP gefunden, beziehungsweise Sachen, die mich interessieren, weil es sind ja vorrangig RPGs. Aber ich bin bei der PlayStation 2 fündig geworden. Und zwar habe ich dort gefunden, ich hoffe, ihr könnt das sehen, Ys 6, soweit ich weiß, ich habe es extra gegoogelt, The Ark of Nepishtim. Ja. tatsächlich ist das ein Blindkauf. Ich kenne mich mit dem Titel natürlich nicht aus, wie bereits gesagt, ne? Das ist das erste Mal, also das zweite Mal jetzt, dass ich Ys anschnuppere. Und ich muss sagen, ich fand Lacrimosa auf Dana grandios. Sogar die Auflösung, der ganze Titel ergibt am Ende des Spieles Sinn und ich fand das einfach mega cool. Deswegen hoffe ich, dass The Ark of Nepishtim, was für Namen, genauso Sinn ergibt. Man spielt natürlich wieder Adol, das ist der rothaarige Held, der irgendwie von einer interessanten Sache in die nächste fällt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er hat jedes Mal auf irgendwie eine neue, auf einer neuen Insel oder einem neuen Kontinent Abenteuer und erlebt Sachen, wo man sich so denkt, wie schaffst du das seit 8 Spielen, deinen Verstand nicht zu verlieren? Auf jeden Fall sieht Ys, The Ark of Nepishtim, sehr interessant aus. Das hat eher diesen 2D-Look. Erinnert es mich auch ein bisschen an die Reihe Trails in the Sky. Vielleicht kennt sie jemand, die Legend of Heroes-Reihe. Ich habe da den ersten Teil gespielt und ich meine den zweiten auf dem PC. Fand ich auch sehr, sehr schön. Klar ist Ys, ich sag mal, noch ein bisschen zurückhaltender, was Text geht, weil die Legend of Heroes-Reihe ist ja wirklich bombastisch voll mit Text. Allerdings hatte mir Lacrimosa auf Dana, also Ys 8, auf der Switch so gut gefallen, dass ich jetzt ein bisschen mehr in die Ys-Reihe schnuppern möchte. Ich weiß, dass es noch mehr Titel auf der PSP gibt. Mal gucken, ob ich nächstes Jahr was davon auf der Retrobörse finde. Vielleicht findet sie ja wieder in Bochum statt. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze läuft. Ich plane ja nie so weit im Voraus. Aber hey, Ys für die PlayStation 2 musste ich mitnehmen. Ist tatsächlich, habe ich gar nicht erzählt, ne? Ist auch komplett, also hier, ne? Anleitung, CD sieht top aus. Und ich habe die Preise gar nicht genannt. Ich habe dafür 9 Euro bezahlt. Dann kommen wir zu dem vorletzten Titel, den ich gekauft habe. Ja, ich hatte ja erwähnt, es sind nur 5 Titel. Und das hier ist eins, ta-ta-ta-ta, das ich hier reinstellen werde, in meine kleine Sega-Ecke. Sie ist nicht sehr groß, ja, aber ich habe schöne Titel, die
ich gestehen muss, alle Geschenke gekriegt habe. Aber ich habe mein erstes eigenes Sega-Titelchen gekauft, ja? Also ich habe mein erstes eigenes Sega-Spiel gekauft. Ich bin sehr stolz auf mich und ich rede jetzt von der Sega-Konsole mit Sega-Titeln, nicht anderes, ne, GameCube oder so, ein Sega-Spiel, sondern für Sega. Und zwar Landstalker. Einige von euch möchten oder mögen oder könnten, was für ein Deutsch, könnten es wissen, ich mag Alundra sehr gerne. In Alundra, was es für die PlayStation 1 gibt, spielt man den Protagonisten Alundra, der in die Träume der Dorfbewohner hineingeht und meistens sterben diese hinterher. Ich will nicht zum Plot erzählen. Auf jeden Fall ist das ein sehr melancholisches Spiel und sehr traurig und ich liebe dieses Spiel. Ich habe es noch nie durchgespielt, weil ich einfach schlecht darin bin, aber ich liebe Alundra. Ich mag die Stimmung, ich mag die Thematik, ich mag den... Wie gesagt, anderes Spiel. Auf jeden Fall haben die Macher auch früher mal Landstalker gemacht. Das, was man als allererstes sagen kann, ist natürlich, dass der Hauptprotagonist aussieht wie Alundra, beziehungsweise umgekehrt. Ich weiß gar nicht, wie dieser hier heißt. Nils. Man spielt hier Nils. Und ich fand den Titel einfach interessant. Wahrscheinlich wird der mir zu schwer sein und ich werde mit dem Retron schummeln mit Starten und Laden, also Speichern und Laden. Der Retron hat ja diese Möglichkeit. Das Tolle an diesem Spiel ist hier, Moment, da ist auf jeden Fall die Cartridge drin. Hier ist die Anleitung drin, ne? Das seht ihr ja. Und was ich nicht wusste, ich habe gedacht, das wäre die Anleitung, weil ich zum ersten Mal auch eine Anleitung sehe für den Sega Mega Drive. Hier ist, also das ist hier nicht die Anleitung, nämlich das ist ein, da stand es doch irgendwo, ein Player's Guide, also quasi eine kleine Mini-Anleitung für vielleicht den ersten, ja, für den Anfang halt, fürs erste Dungeon. Ich weiß nicht genau, was hier drin vorkommt, aber das ist sehr, sehr cool, dass ich das hier komplett gekriegt habe und ich habe dafür 30 Euro bezahlt, deswegen ich kann mich nicht beschweren. Es gab genau das gleiche Spiel bei dem Händler, in dem gleichen Zustand für 35 Euro. Aber schlaue Fischi hat ja das für 30 gesehen, das genauso aussah und hat dann natürlich 5 Euro gespart. Von daher, Landstalker war das Sega Mega Drive Spiel, doch Mega Drive, Spiel, was ich auf meiner Liste hatte und ich habe es auch gefunden. Freut mich sehr und ja, das kommt natürlich, ne, wie gesagt, hierhin zu meiner kleinen Sega-Ecke. Sie mag vielleicht klein sein, aber ich habe jedes Spiel sehr, sehr lieb, auch wenn ich sehr schlecht in den Spielen bin. Landstalker, freut mich sehr. Yes! Dann, ich reiße das Thema nur kurz an, denn ich habe etwas für meinen Harvest Moon bzw. Bukuju Monogatari Fullset gefunden. Ich halte es nur kurz rein und ich werde nicht weiter drüber reden, denn ihr seht demnächst ein Video zu diesem Thema. Deswegen zeige ich es euch nur ganz kurz. Und es ist... Ta-ta-ta-ta! Harvest Moon 64, die NTSC-Variante. Und wenn ihr wissen wollt, was ich dafür bezahlt habe, 30 Euro. Ich habe nämlich nur runtergehandelt. Ich dachte mir so, ich werde das Spiel ja eh niemals in UVP kaufen, weil guckt euch die eBay-Preise an, das ist einfach schweineteuer. Und dann bei dem Händler, wo ich auch Harvest Moon 2 gekauft habe, das habe ich nämlich gebundelt, dadurch hat mich das eine Spiel nur 30 Euro gekostet, der hat das für 35 vertickt, ich habe es für 30 gekriegt und ich habe mir gedacht, hey, so günstig finde ich dieses Spiel wahrscheinlich nie im Leben. Das Label hat einen Top-Zustand. Ich habe erst gedacht, das wäre ausgeblichen, aber das ist so. Das sieht so aus, ich habe extra gegoogelt und ja, mehr sage ich nicht zu diesem Spiel, weil dazu kommt ja ein eigenes Video, weil es zum Fullset Quest gehört. Von daher, es sind nur noch 2 Spiele und ich bin fertig. Yes! Natürlich möchte ich euch noch eines nicht vorenthalten. Wie könnte ich das vergessen? Ich habe natürlich auch noch Luigi gefunden, den besten Klempner des ganzen Universums. Und zwar gleich 2-mal. Natürlich für meine Luigi-Ecke. Ich weiß gar nicht, kennt ihr meine Luigi-Ecke? Ich zeige euch meine Luigi-Ecke. Wie ihr sehen könnt, ist das hier meine Luigi-Ecke und natürlich werden die beiden neuen hübschen Luigi-Charaktere auch dort einziehen. Auf den Börsen gibt es diese Luigi-Figuren oder auch anderen Nintendo-Stofftiere immer ein bisschen günstiger als, ich sag mal, im Handel. Und da nehme ich gerne welche mit. Und in diesem Fall muss es natürlich auch so sein, dass diese beiden wunderschönen Katzen-Luigis bei mir eingezogen sind. Ich freue mich, denn Luigi ist der Beste! Uhuhu. Dann kommen wir zu dem nächsten Teilchen. Ja, was ich geschenkt bekommen habe, ich habe es nicht gekauft. Deswegen, die Sachen, die ich euch jetzt zeige, habe ich nicht gekauft. Und zwar ist das hier einmal diese wunderschöne kleine Möwenbrosche, wie ihr sehen könnt. Ich trage sie extra fürs Video. Und die kam in dieser wunderschönen Packung. Und Waltraud hatte sie gebastelt. Und da drin befindet sich sogar noch Süßes. Und ja, meine Möwen kennen mich. Ich bin eine Naschkatze. Ich durfte es nicht anfassen. Ich filme das hier gerade am Dienstag. Also war ich 3 Tage brav. Bis heute Abend geben die Sachen nicht mehr. Und sie hatte mir noch
Dragon Age Origins für die PlayStation 3 mitgebracht. Ich habe mit ihr nämlich Spiele getauscht. Ich hatte zwei, die ich für die PlayStation 3 eh nicht mehr spielen würde, beziehungsweise wusste, die fasse ich nicht an. Ich sammle ja aktuell, ich sammle alle Versionen von Dragon Age. Und dann kam mir dieser Tausch natürlich super gelegen. Und das Lustige ist, ich musste so lachen, als ich dann Samstagabend zu Hause da einmal reingeguckt hatte. Ich habe die exklusive Möwenkartenversion. Das heißt, in diesem Drachenspiel findet ihr auch eine Möwe. Ich möchte mich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich bei dir dafür bedanken und vielen, vielen Dank, dass du auch da gewesen bist. Und dann wollen wir mal zum nächsten Geschenk, wofür ich mich natürlich bedanken möchte. Und das ist vom lieben Gonhard und zwar Yokai Watch 2 Kräftige Seelen. Auch hier ist wieder so eine coole Münze drin. Ich glaube, ihr habt es in meinen letzten, ich glaube, Top 10 Lieblings-3DS-Spielen gesehen. Da habe ich euch Yokai Watch 1 vorgestellt. Und ja, ich will es nicht auspacken, die Münze, weil sie ist so schön in der Verpackung. Lasst mich. Und ich freue mich jetzt nach dem ersten Teil, den zweiten Teil spielen zu können. Denn ich habe auch... Also ich habe Yokai Watch 1 und ich habe auch das Kindermonopoly davon und es gibt Katzentiere. Ja, ich bin ein kleines Opfer, ne? Katzentiere, sehr, sehr schön. Und Gonhard war mit seinem Bruder Mac da. Auch an euch beiden, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Und ich verlinke euch die beiden Kanäle von Gon und von Mac hier oben entweder in der Infobox oder unten in die... Da in die Infobox und da ins i-Kärtchen. So rum mit dem Schuh draus. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Freut mich. Dann kann ich weiter mit kleinen Katzentierchen kämpfen. Nicht, dass ich ein Team aus Katzen machen würde. Ich doch nicht. Dann ein großes Dankeschön natürlich auch an Melli, die mir ein Xbox 360 Spiel mitgebracht hat. Und es handelt sich dabei um Lost Odyssey. Steht da so Lost? Ne, nur Lost Odyssey. Das Ding ist 4 CDs groß. Es soll ein riesen RPG sein. Ich denke mal, das wird für mich ein Winterprojekt werden. Das ist realistisch. Ich mag ja, wenn es dann so richtig dunkel wird, mich einmuckeln, Kakao mit Marshmallows drin und dann so schön RPGs spielen. Ja, und ich denke mal, das wird passieren. Ich habe ein bisschen auf YouTube mal so geguckt, was so die Reviews zu diesem Spiel sind. Und manche haben gesagt, es ist wie ein großes RPG für die PlayStation 1, aber für die 360. Und man hat sehr viel zu tun. Und es gibt nicht zu viele Random Encounters. Mehr weiß ich tatsächlich nicht von der Story. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt, was mich in Lost Odyssey erwarten wird. In letzter Zeit fütter ich ja meine 360-Sammlung. Und wo ist die überhaupt? Hier. gut an und deswegen ein paar RPGs für die 360. Warum nicht? Das ist eine schöne Konsole. Sie hat tolle Spiele. Und viele sind bei Rebay sehr, sehr, sehr günstig. Nur so ein Tipp. Natürlich möchte ich mich auch bei Finny bedanken, denn zum einen hat sie mir einen wunderschönen, ich weiß gar nicht, ob man ihn erkennen kann, kleinen IA geschenkt. Finny weiß, ich habe ein paar IA-Plüschis. Ich mag IA sehr gerne. IA ist mein allerliebster Winnie-Pooh-Charakter. Dieser kleine Grumpy-Esel. Ich liebe ihn. Er ist einfach... Er ist toll. Ich mag IA. Und sie hatte für mich etwas gekauft, sie hatte mir angeboten zu sagen, hey Fischi, ich kann danach gucken, weil ich hatte es verpennt, es kam ein Manga raus in einem Schuber. Und Fischi so, ach ja, es kommt ja im September raus, dann habe ich ja noch genug Zeit, danach zu gucken. Dann irgendwann so Mitte September, wann kommt denn das jetzt raus? Das kam schon früher raus, ich habe es verpennt und es wird wahrscheinlich nicht nachgedruckt. Ich ganz treu so, ich wollte eigentlich den Schuber haben. Ups, selber schuld, ne? Aber Finny war so lieb, zu sagen, hey, ich habe das letztens doch da und da gesehen. Wenn du willst, kaufe ich es und bringe es dir mit, dann gibst du mir das Geld auf der Börse. Und Finny hat es auch gefunden und ich weiß, viele von euch interessieren sich vielleicht nicht so für Manga, aber ich möchte es trotzdem einmal reinhalten, weil es halt so lieb war, dass ich es mitgebracht hatte. Und zwar ist es der Schuber mit Band 7 von Bis deine Knochen verrotten. Und natürlich waren da schon alle Mangas drin. Fürs Video musste ich also mal rauspulen. Ich hält. Ja, und wunderschön. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, das auch mitzubringen. Denn das ist nicht selbstverständlich. Deswegen möchte ich mich auch an dieser Stelle bedanken. Dann geht's auch noch ein Danke an Joe raus für ihn. Denn es gab M&M's Crispies, also die in der blauen Packung. Ich liebe sie. Ich würde euch jetzt ja auch was davon zeigen. Ich glaube, ihr ahnt, worauf es hinausläuft. Sie waren lecker. So viel kann ich schon mal sagen. Sie waren Lieblingssorte. Da kann man nichts falsch machen. Und natürlich möchte ich mich auch an alle anderen bedanken, die da waren auf der Retrobörse, die danach mit uns noch unterwegs waren. Wir haben auch ein Gruppenfoto gemacht, aber das ist privat, deswegen kriegt ihr es nicht zu sehen.
Und ich möchte nur sagen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Es war echt ein wunderschöner Tag. Ich glaube, für mich war dieses Jahr bisher ja sehr, sehr chaotisch. Es ist viel passiert und das ist eines von diesen, ich sag mal, positiven Lichtspitzen in diesem Jahr, wo ich mir denke, hey, es ist das und das und das passiert, aber hey, das und das war super und ihr zählt da definitiv zu. Deswegen vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das hat mir oder bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und es ist schön zu wissen, hey, ich kenne nicht nur die Stimme oder den Usernamen, sondern ich kenne dich persönlich. Deswegen Dankeschön, dass ihr da gewesen seid. Zu der Kategorie, was habe ich gespielt? Da kann ich gar nicht so viel zu erzählen, denn so viel ist tatsächlich nicht passiert. In meinen Streams haben wir die Evoland Legendary Edition angefangen. Das heißt, wir haben Evoland 1 durchgespielt und streamen momentan dienstags und mittwochs Evoland 2. Wir sind die Gurkentruppe, bedeutet, die ganzen Charaktere habe ich nach Gemüsesorten benannt. Ist sehr lustig, hat sich einfach so ergeben. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Dienstag, mittwochs, 19 Uhr streame ich immer auf Twitch RPGs. Ja, ansonsten, was habe ich noch gespielt? Ich habe jetzt, ich glaube, über 80 Stunden in Dragon Age Inquisition verbracht. Ich habe es auch schon durchgespielt, weil ich wissen wollte, was passiert jetzt mit der Geschichte. Habe aber dann noch einmal einen Spielstand von 10 Stunden zuvor geladen, um nochmal alles, was an Nebenquesten offen ist, was nicht viel ist. Es ist bei tatsächlich nur noch die Frostgipfelsenke und ein ganz kleines bisschen was in den Tiefen Wegen, also DLC-Content, den ich noch nicht gemacht habe. Dann habe ich das fertig. Aber ich habe das jetzt mal ein bisschen zur Seite gelassen und da kommt die kleine Eleanor. Möchtest du auch vorbeikommen, ja? Und habe jetzt mit einem neuen Spiel angefangen. Da gebe ich die Schuld übrigens an Mirkus Kosmos und ich glaube Janis. Vor allem der ist schuld, der ist schuld. Ich habe mir nämlich nach der Retrobörse, weil ich noch was geldmäßig übrig hatte, Greedfall gekauft tatsächlich. Greedfall war eine Empfehlung von Mirkus Kosmos Podcast. Ich werde ihn auch da oben mal verlinken. Ich glaube Akimo. Ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn. Und der Janis hatte davon gesprochen, dass er als BioWare-Fan Greedfall solchen Leuten empfehlen kann. Und ja, ihr wisst ja, ich habe momentan so eine Dragon Age-Phase. Im Sommer habe ich die Mass Effect-Reihe nochmal komplett durchgespielt. Und ja, da hat mich Greedfall tatsächlich schon sehr lange so angelegt, so Fischi, Fischi, kauf mich. Und ja, Samstag habe ich das dann tatsächlich noch getan. Ich habe bisher, ich glaube, 3, 4, 5 Stunden eingespielt. Na, ich bin noch nicht ganz so weit. Und was ich bisher so sehe, gefällt mir wirklich gut. Man hat sehr viele Nebenquests, man muss sehr viel mit den Leuten sich unterhalten. Also man kann es. Man kann natürlich auch nur stumpf die Hauptstory spielen, wenn man möchte. Aber ich sag mal so, BioWare-Kiddies spielen eigentlich, um mit den Charakteren zu quatschen und Nebenquests zu machen, bla 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 bla. Und ja, mein erster Eindruck ist wirklich sehr, sehr positiv. Ich habe noch nicht mal eine von den nächsten Hauptquests gemacht. Ich habe es bisher nur geschafft, nach Neu-Serene zu kommen. Das heißt, ich habe den Plot gespielt und bin jetzt dabei, so Nebenquests in der Stadt zu machen und so langsam die Fühler auszustrecken, was die anderen Ellie, was die anderen ja, Gegenden macht oder ergibt. Die Katze lenkt mich voll ab. Aber bisher kann ich echt sagen, ist es ein wunderschönes Spiel. Es gefällt mir sehr und ich denke, ich werde da noch einiges an Zeit rein investieren können und Freude damit haben. Hallo Eleanor. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zur letzten Kategorie in diesem Vlog für diesen Monat. Und zwar, was steht demnächst an? Was habe ich geplant zu kaufen und das war es eigentlich. Die Kategorien sind doch sehr lose, wir arbeiten drin, okay? Also, als nächstes wird auf meiner Liste gekauft Luigi's Mansion 3, denn am 31.10. hat der beste Klempner der Welt sein Debüt mit Luigi's Mansion 3 und ich empfehle euch, wenn ihr den Donnerstag Zeit habt, 19 Uhr, schaut mal bei Twitch vorbei. Ich habe gehört, es kommt jemand in Grün vorbei. Mehr sage ich nicht, aber es könnte sich lohnen, beziehungsweise ich habe Bock drauf, Luigi's Mansion 3 zu streamen. Wir werden ein paar Stunden reinspielen, gucken. Das ist nicht so wie letztes Jahr, falls jemand von euch letztes Jahr an Halloween dabei war, wo wir Luigi's Mansion 1 komplett durchgespielt haben, in 6 Stunden, unter 6 Stunden tatsächlich, weil ich wusste, das Spiel kriegst du schnell durch. Aber wir gucken rein, schauen uns an, was der beste grüne Klempner des ganzen Universums diesmal wieder zu tun hat und wen er alles retten muss in dem Hotel. Ich habe mir auch extra keine Trailer oder sowas mehr angeguckt, weil ich will natürlich überrascht werden. Und das funktioniert nur, wenn ich nicht zu viel gespoilert werde. Hallo Elli. Ja, hallo. Ja, und ich würde sagen, das war es dann für diesen Monat, für den Vlog. Ich hoffe, er ist nicht zu lang geworden. Ich muss mir das gleich mal angucken. Es könnte vielleicht wieder eine halbe Stunde werden. Naja, ihr wusstet, worauf ihr euch einlasst. Von daher würde ich sagen, tut nicht zu viel, tut nicht zu wenig, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!